Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Dienstag, dem 3. Dezember 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 743 und heute habe ich die folgenden Themen: Digitech Connect, Weihnachtsgadgets und Medien-Event. Wir beginnen mit Digitech. Da gab es ein größeres Datenleck, denn es ist ein internes Dokument an die Öffentlichkeit gelangt, was eigentlich nicht hätte da landen sollen. Darin sieht man die ganzen Gadgets, die günstiger angeboten wurden. Ein Potenzial für 17 Millionen Umsatz hat man daraus rauslesen können. Aber viel witziger oder in Anführungszeichen, Schlusszeichen eben nicht witziger ist die ganzen Kommentare, die die internen Einkäufer und Verkäufer da hinterlassen haben, wie zum Beispiel, wer ist schon Fußt in einem Vergleichspreis-Argument und andere Dinge, die eigentlich nicht so hätten rauskommen sollen. Auch irgendwie kriegt man wirklich bei einem iPhone 8, was ja schon älter ist, noch 500 Stück verkauft, wenn nur 10% Rabatt gewährt wird, ob das realistisch sei. Die Antwort war darin, dass es ein All-Time-Bestseller ist und man bereits über 15.900 Mal verkauft hat. Also auch interne Geschichten sind damit drin rauszulesen, was eigentlich wiederum spannend ist, auch für die Mitbewerber der des Digitech-Konzern, logischerweise. Heute um Mitternacht durften wir einen Artikel veröffentlichen von der Connect-Untersuchung der Netzwerke, also des Netzausbaus in der Schweiz, in Deutschland und Österreich. Und da gab es wieder mal schöne Zahlen für uns Schweizer, denn unsere drei Provider haben super gut abgeschnitten mit überdurchschnittlich, oder wie war die Bewertung? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall ganz spannend ist, dass zum Beispiel unser Drittplatzierter noch mit Längen auf den ersten Platz in Deutschland hätte kommen können. Und das sind natürlich schon immer wieder Dinge, die auch das, was wir im Geek Talk immer wieder haben, zwischen dem Achim, dem Jan und mir, es beweist, dass da halt noch eine Riesenkluft dazwischen steckt. Interessante Zahlen, der detaillierte Bericht ist natürlich auch verlinkt bei uns im Beitrag, alles dazu findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt muss ich meine Stimme schon noch ganz kurz, auf dem Pogips.ch-Blog haben wir euch auch noch ein paar Geschenketipps, Weihnachten kommt ja immer näher, Gadgets, Tipps, die sind schon online. Weitere Artikel werden folgen in der Richtung. Wer also noch was sucht, sollte sich da mal ein bisschen durchklicken. Es sind 5-6 Tipps. Und zu guter Letzt, heute Abend wird er ja stattfinden, der Medien-Event von Apple. Die Frage oder die große Frage, was wir da sehen werden, es geht um Entwickler, es geht um Apps und alles andere werden wir sehen, wenn es soweit ist. Livestream gibt's den oder nicht, man weiß es aktuell nicht, oder zumindest ich nicht. Ich würde sagen, lasst euch überraschen und lest in die ganzen Medien rein. Bei unserer Zeit wird es um 22 Uhr, also diesmal deutlich später als sonst, solche Events stattfinden werden. Mal schauen, je nachdem wie es meine Stimme mitmacht, werde ich das dann am Abend noch in die Daily mit aufnehmen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg und wenn ihr mögt, bis morgen. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.